Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video bekommt der Buchstabe A ein fruchtiges Update. Viel Spaß! Wie immer beginne ich mit einer Skizze mit Bleistift. Diese radiere ich etwas an und beginne dann mit einem Feinliner in der Farbe, in der ich den Apfel auch anmalen möchte, ihn zu umranden. Mit einem braunen Feinliner male ich oben den Stängel und unten dieses kleine Fussel, was immer unten am Popo des Apfels dran ist. Ich möchte gerne, dass mein Apfel aussieht wie ein Schneewittchenapfel. Das heißt, eine Hälfte ist eher grün und eine Hälfte ist rot. Ich beginne direkt mit einem roten Buntstift und setze dann auch gleich eine grüne Farbfläche dort auf die rechte Seite. Am Anfang gefallen mir die Farbverläufe gar nicht, aber im Laufe der Zeit entwickelt es sich gut. Der gelbe Buntstift ist in diesem Fall mein Retter, mit dem ich die grünen Flächen und die roten Flächen optisch gut verbinden kann. Dazu nutze ich die Technik mit den Buntstiften, wo ich Schicht über Schicht lege und so die Farben langsam ineinander male, dadurch, dass ich die Farben überlappen lasse. Außerdem versuche ich, die Farben auch so zu setzen, dass das Ganze leicht rund wirkt. Das heißt, dass die äußeren Seiten, dass ich die ein bisschen dunkler male und die Seiten, die näher dran sind, also eher die Mitte des Buchstabens, mache ich ein bisschen heller. Schön finde ich es, wenn der Buchstabe den Look des Motives übernimmt und dazu keine großen Ergänzungen nötig sind. Also hier zum Beispiel, dass der Apfel direkt eine A-Form hat, sodass ich nichts groß anpassen muss. Denn zum Beispiel hier links bei der Eistüte ist es ja so, dass ich noch diese Streifen dort einfügen musste, damit es irgendwie aussieht wie ein P. Gewöhnlich male ich die hellen Stellen eines Objekts, also die Highlights, noch mit einem weißen Stift nach. Zum Beispiel mit einem Buntstift oder einem Gel-Liner. In diesem Fall habe ich aber einen Radierstift benutzt. Das ist quasi ein Radiergummi in Stiftform, den man anspitzen kann und mit dem man präzise radieren kann. Mit einem schönen braunen Stift habe ich noch den kleinen Stängel und unten, wie gesagt, dieses Gekruschel am Popo braun angemalt und dann war ich auch schon fertig.